Ja, in einem südamerikanischen Werkzeugladen bin ich per Zufall auf dieses Werkzeug gestoßen hier. Und was ist das? Das ist eine Sanding and Calibration Disc, also eigentlich eine Schleifplatte für Tischkreissägen. Und das Spezielle daran ist, dass diese Platte, die wird von der Firma Freud hergestellt, das ist also eine italienische Firma, die zu 100% Tochter ist von der Bosch-Gruppe. Also man könnte eigentlich sagen, das ist eine deutsch-italienische Produktionskooperation. Nun, obwohl diese Platte hier in Europa hergestellt wird, kennen wir dieses Produkt in der Schweiz nicht. Ich habe das hier noch nie gesehen. Ich glaube, auch in Deutschland und in Italien wird diese Platte nicht verkauft. Die wird auch speziell, nehme ich mal an, für den amerikanischen Markt gemacht, weil hier die Lochung, das ist die typische amerikanische Norm von 5 Achtel Zoll. Diese Platte, die kostet etwa $25, die gibt es in zwei Größen. Ich habe hier das Modell von 8 Zoll, das entspricht ungefähr einem Durchmesser von 20 cm. Dann gibt es aber auch noch eine 10 Zoll Platte. Und die 10 Zoll Platte, die hat dann einen exakten Durchmesser von 254 mm. Das ist genau 4 mm zu groß, um die in europäische Maschinen einspannen zu können. Ich habe darum die kleinere genommen, um einfach da diese mal auszuprobieren. Nun, in einem nächsten Teil zeige ich euch, wie man die Platte auf unsere Maschinen aufspannen kann. Dann zeige ich euch, wie man diese Platte mit Schleifpapier bestücken kann. Und dann am Schluss machen wir noch einen Test und schauen, wie diese Platte in der Praxis funktioniert. Ja, hier sehen wir nun den Sägeschacht meiner Tischkreissäge. Bei meiner Tischkreissäge handelt es sich um eine DeWalt-Maschine 7492. Und bei den DeWalt-Maschinen, da gibt es ja standardmäßig diese 5/8-Zoll-Achsen. Und die werden dann mit einem Adapter auf 30 mm angepasst. Also das ist jetzt eine ganz normale europäisches Sägeblatt mit einer 30er-Lochung. Dieser Adapter kommt dann so rauf und dann mit dem Adapter wird das auf die Achse gespannt. Jetzt bei diesem Tellerschleifer braucht es den Adapter nicht. Da haben wir ja 5/8-Zoll-Lochung, können wir also direkt aufspannen. Wichtig ist jetzt hier, da gibt es eine Anlegescheibe hier, die ist etwa 50 mm, hat die einen Durchmesser von etwa 50 mm. Das heißt, wenn wir das Schleifpapier hier aufspannen, sollten wir hier einen Freiraum lassen von etwa 50 mm Durchmesser. Die Idee ist, dass das Schleifpapier nicht zwischen dem Teller hier und der Anlegescheibe eingeklemmt wird, dass wir das dann separat so aufkleben. Jetzt zeige ich, wie wir das Schleifpapier aufkleben und dann spannen wir den Schleifteller auf die Maschine. So, ja, jetzt habe ich hier also das Schleifpapier, das habe ich hier in Europa gekauft. In Europa bekommt man natürlich kein Zollschleifpapier, sondern das ist jetzt irgendwie ein 305 mm Papier. Und jetzt werden wir das so zuschneiden, damit wir dieses Schleifpapier dann auf diese Schleifplatte aufkleben können. Das ist selbstklebend und damit wir das zentrieren können, müssen wir da herausfinden, wo die Mitte ist. Ich zeige mal, wie das geht mit einem Winkel. Und zwar, ich nehme da den Winkel, lege dann der hier an, am Ecken. Und dann markiere ich diese Ecken hier. Ich markiere den da und diesen Punkt. Dann lege ich den Winkel um. So. Dann wird hier notiert und hier. Und jetzt kann ich eigentlich diese vier Punkte, die ich da herausgefunden habe, die kann ich jetzt verbinden. Also hier mit hier. Einmal und dann diese zwei Punkte hier. So. Und dann habe ich hier die Mitte gefunden. Und was wir jetzt hier machen, jetzt machen wir hier ein Loch, das ein bisschen größer ist als 50 mm, damit eben das Schleifpapier nicht zwischen die Anlegescheibe und die Tellerscheibe
geklemmt wird. Das machen wir jetzt mit diesem Werkzeug hier. Das ist eine Lochsäge. Das machen wir dann an der Bohrmaschine. So, jetzt machen wir also hier das Loch. Und zwar machen wir das hier in die Mitte von diesem Schleifpapier. Und dazu nehmen wir da dieses Lochsägeblatt. Und schauen wir da mal, es muss ja nicht ungefähr in der Mitte sein, ja. So, lassen wir das mal, stellen wir die Maschine an und jetzt mit hoher Geschwindigkeit machen wir das Loch hinein. Ja, das sieht dann so aus. So, als nächstes kleben wir nun dieses Schleifpapier auf den Teller. Jetzt markiere ich da ungefähr die Breite, die wir da haben, damit ich das ungefähr... Oh, jetzt habe ich mich da verrechnet. Das wäre von hier nach hier. Ja. Jetzt ist das so selbstklebendes Papier. Jawohl. Kann ich jetzt hier abziehen. So. Und dann bringe ich das irgendwie so ungefähr in die Mitte. Ja, sieht nicht schlecht aus, oder? So. Kleben wir das hier auf diesen Teller. So. Die Platte um. Und dann nehme ich da noch eine Schneidematte und jetzt schneide ich einfach das Schleifpapier aus, entlang vom Schleifteller. So, jetzt haben wir das ungefähr. Da hat es noch ein bisschen zu wenig genommen. So. Und jetzt haben wir also diesen Schleifteller bestückt mit Schleifpapier. So, jetzt spannen wir also diesen Schleifteller auf die Maschine. Das ist jetzt hier frei. 54 mm Freiraum. Passt dann exakt da hinein, ohne dass sich da die Anlegescheibe fuschiert mit dem Schleifpapier. Dann nehmen wir diese ganz normale Scheibe hier. Und dann die Mutter. So. Dann fixieren wir hier das. So. Und dann kommt dieser Schutz drauf. Ganz normal wie immer. Und ja, jetzt sind wir eigentlich bereit für einen Versuch. So, jetzt sind wir also bereit, das zu testen. Wie gesagt, wichtig ist natürlich immer, dass man hier auf dieser Seite schleift, wo das Schleifpapier in die Maschine gezogen wird. Wenn wir hier schleifen, dann riskieren wir, dass wir einen Kickback bekommen. Das wäre natürlich dann nicht ideal. Also hier von der Mitte nach draußen. Weil wir jetzt eine kleine Scheibe haben, haben wir natürlich auch keine große Auflagefläche, das ist ja klar. Mit einer 10 Zoll Scheibe wäre die Auflagefläche dann bedeutend größer. Aber zum Testen reicht das jetzt auch so aus. Dann, damit wir natürlich dann hier auch einen rechten Winkel bekommen, nehme ich hier den Anschlag. Wir machen das hier mit dem Anschlag und gehen dann drauf und schauen da mal, wie das funktioniert. Jetzt schalte ich da die Absaugung ein. Hoppla, natürlich braucht noch Strom. So, Absaugung ein. Und dann machen wir mal den ersten Versuch. Come on.
mal schauen, drückt es da mal. Ja, wir haben also gesehen, wie diese Tellerfleischmaschine funktioniert auf der Tischkreissäge. Funktioniert eigentlich tiptop, ist sehr schnell. Was hat man dann gesehen? Ich habe ja diesen 20 Grad Winkel da innerhalb kurzer Zeit von 90 Grad auf 20 Grad zurückgeschliffen. Das geht natürlich so schnell, weil diese Tellerfleischmaschine natürlich komplett übermotorisiert ist. Wir haben hier einen 2 Kilowatt Motor drauf und für eine Tellerschleifmaschine ist das viel zu viel und auch die Drehzahl ist natürlich relativ hoch. Aber funktioniert. Ob ich jetzt das brauchen werde in meiner Werkstatt, eher nein, weil ich finde, was halt mühsam ist, man muss dann jedes Mal die Kreisscheibe herausnehmen und da diese Tellerschleifscheibe einspannen. Und das ist mir doch etwas zu mühsam. Also ich bevorzuge schon eine separate Bandschleifmaschine, wo ich auch die gleichen Resultate wie hier erreichen kann. Aber für jemanden, der nicht in eine Tellerschleifmaschine investieren will, ist das eine valable Option. Wie gesagt, mit $25 ist man dabei. Die Präzision stimmt, die Geschwindigkeit stimmt auch. Das überlasse ich jedem von euch selber. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.